kann man noch einlagern. Genau, also jetzt baut da oben mal das Zeug fertig. Achso, ich habe das ja auch. Oh Mann. So viel zu tun, es gibt so viel zu tun, es gibt so viel zu tun. Forschung. So. Was forschen wir denn jetzt? Steinhauerei. Ermöglicht die Verarbeitung von Felsbrocken zu verwendbarem Baumaterial. Felsbrocken heißt Schiefer. Vermutlich. Komm, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe noch nie irgendwas erforscht. Ich bin ja schon gespannt, wer sich dann bequemt dahin zu laufen. Sind die jetzt hier zum Essen gelaufen? Ja, die haben das Essen geholt. Ja, wir haben aber trotzdem kein Essen mehr. Oder so gut wie kein Essen mehr. Was im Klartext heißt, wir brauchen Befehle. Ernten. Aber da waren noch am Anfang so viel... So viele Beeren. Wo sind denn die hingekommen? Wer hat denn die alle gegessen? Du wahrscheinlich. So. Okay, und danach werde ich das noch zerlegen. Ja, es gibt irgendwas zu tun, was? Jagen tut nur sie. Jedel. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Wo ist Jäger? Hier ist Jäger. Wobei er eigentlich auch... Nee, er könnte auch nicht jagen. Er holt es einfach. Er holt es einfach. Er läuft. Wunderbar. Erfolgreich Transport. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Was machst du? Jagd Eichhörnchen. Bitte, ja. Du läufst ja jetzt wohl. Du läufst jetzt da ein bisschen näher hin. Willst du mich verarschen? Schießt sonst den Hund noch ab. So, zack. Aufgaben hinzufügen, schlachte Kreatur und zwar für immer. So, Strom haben wir eigentlich auch jetzt hier oben. Strom. Ja, haben wir auch. Überfall. Ach komm, wirklich. Wahrscheinlich ist es total egal, was wir für ein Ding spielen. Mann. Sandsäcke. Ich mach das mal ein bisschen schneller. Vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis der kommt. Wo ist er denn? Hier oben, er macht sich wahrscheinlich erst bereit. Genau. Stahl. Stahl und Bauteile. Ja. Mehr ist es leider nicht, nur Stahl und Bauteile. So, Waldo und Chain und Schädel, wo ist Schädel? So. Komm nur her. So, Gegner ist bewusstlos, du kannst ihn fangen. Das werde ich jetzt tun. Das werde ich jetzt tun und zwar werde ich... W
werde ich schnell ein Bett bauen, einen Schlafplatz einfach nur. So, und dieser Schlafplatz wird ein Gefangener sein. Und dann machen wir das so und dann machen wir Schädel, den fangen. Okay. Was habe ich jetzt hier eingebaut? Kartoffeln. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich Heilwurzel machen. Heilwurzel. Wäre gut gewesen, aber ich glaube nicht, dass das drin ist. Na, was flippt er denn so aus? Kann er das? Wir ziehen 5, ja, ist in Ordnung. Zeigefinger rechts Prellung. Ja, das ist ja jetzt nicht so berauschend gewesen, also nicht so schlimm. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da jetzt irgendwas Schlimmeres passiert wäre. So, Aufgaben hinzufügen. Und zwar koche. Okay, niemand kann das. Dann mache ich koche. Koche einfach eine Mahlzeit. So, dreimal. Verdirbt nicht, tiefgekühlt. Cool, schön. Okay. Vielleicht schließt sich Emmy jetzt an, ja? Rückenschmerzen. Schlafplatztier reiße ich ab, denn Schlafplatztier. Keine Ahnung, wo darf er denn schlafen? Ich hier drin, komm. Ich würde dann schon sagen, wenn es ihm nicht passt. Blutverlust. Linke Hand abgerissen. Ringzeh abgeschnitten. Oh meine Güte. Neville. Schlechte Laune. Warum? Pessimist, müde, hungrig. Beste Umgebung, beengte Umgebung. So, okay. Extrem niedrige Ware, starke Schmerzen. Starke Schmerzen bereitet ihm Freude. Schreckliche Gefängniszelle, ja, das ist mir schon klar. Ah, Interaktion. Freundliches Gespräch. So, was ist los mit ihm? Rückenschmerzen, aber sonst ist alles gut. Es war linke Hand abgerissen und Ringzeh abgeschnitten. Was sonst? Cool. Ja, das war vielleicht gar nicht so. Ach, willst du mich verarschen? Hitzewelle schon wieder. Mann. Temperaturkühlung. Mann. Vielleicht kann ich das so machen, ja. Dann verteilt es vielleicht ein bisschen die Luft. Diesmal war ich aber schlauer. Also es scheint wirklich die komplett gleichen Dinger wieder zu passieren. Die komplett gleichen, na wie sagt man denn? Die komplett gleichen Events, ja. Nackt. Neville ist nackt. Warum ist Neville nackt? Er ist nackt. Warum ist er nackt? Ich verstehe es nicht. Ist doch ein Wanderer gewesen. Wieso ist ein Wanderer nackt? Naja, spulen wir vor bis morgen früh. Kein Essen. Das dauert auch noch ein bisschen.
Hilft nichts. Ich muss jagen gehen. Ich muss jagen gehen. Ah, es hilft alles nichts. Ein Emu. Schädel. Du bist wieder fit? Lebensmittelvergiftung? Oh Mann. Das fängt ja hier schon wieder gut an. Mann, oh Meter. So, hat sie vollständig erholt. Mann. Aber ich habe kein Essen mehr. Hier ist kein Essen mehr in der Nähe. So ein Mist, ey. Ich muss einfach mehr Leute als Jäger mitnehmen. Und zwar sie noch. Das ist die einzige, die noch schießen kann. Sie ist im Fernkampf so schlecht. Was ist hier passiert? Das Blut? Ich hab kein Essen. So ein Dreck. So ein absoluter Dreck. Geht das dann auch rauf? Männlich, der Gladius Adlers. Nahkampf 17. Junge. Na komm, gibt mir ein Anwerbungsgespräch dann. Wir müssen aber immer noch. Ich brauche verdammt noch was zum Essen und ich habe nichts. Wow. Okay, deswegen Boomratte, verstehe. So, und hier bitte auch Aufgaben, produziere einfache Mahlzeit. 5-mal. Wir brauchen echt was zu essen. So ein verdammter Mist nochmal. Ratte, Boomratte, Hase, ich muss die jetzt leider alle jagen. Jagdschildkröte. Hier. Ach bitte, lauf halt. Mann. Schildkröte rächt sich, ja. Soll ich mal versuchen. Warum? Weil er Hunger hat wahrscheinlich. Schieß halt diese bescheidene Schildkröte ab. Meine Güte. Meine Güte. Schlechte Laune, ja, du hast schlechte Laune, ich weiß. Ich hätte auch schlechte Laune, wenn ich jetzt wieder den ganzen Weg laufen müsste. Ist sehr heiß, hat rohe Nahrung gegessen. Mann, nackt. Pessimist. Mann! Rückenschmerzen. Extrem niedrige Erwartungen. Abscheuliche Umgebung.
Sehr heiß, hohe Nahrung, sehr hungrig. So, wie viel Grad hat's bei dem? 44. 27, 44, weil es noch nicht gebaut wurde. Ich muss schauen. Sie muss ja unbedingt das priorisieren. Bereits von der Will gebaut. Wahnsinn, Wahnsinn, wie schlecht sie schießt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, wie schlecht sie schießt. Ich fasse es nicht. Immerhin hat sie schon Fernkampf 2 jetzt. Der Hund versucht wenigstens zu helfen. Ich bin immer noch heilfroh, dass es keine Munition verbraucht. Heilfroh bin ich, wirklich heilfroh. Problem ist, ich sehe nämlich nicht, wenn die überall weglaufen, wo jetzt da Waldbrand wirklich von der Boomratte. Natürlich. Und was denn auch sonst? Schlachttisch, Schlachttisch. Ja, das ist alles, was ich jetzt machen kann. Ich muss jetzt das einfach nicht roh essen. Da ist doch eine Mahlzeit. Ist doch... Was machst du denn? Oh Mann. Lebensmittelvergiftung natürlich. Mann. Aber das funktioniert relativ gut, oder? Hier 19 Grad. 29 Grad, 30 Grad, in 28 Grad. Ist immer noch besser, oder? Ist immer noch okay. Das Fell. So, die nimmt wieder was mit. Sie geht nochmal jagen. Okay, ist gleich das da. Ist eigentlich ganz okay. Wie soll ich denn über den Winter kommen? Das frage ich mich jetzt. Das frage ich mich jetzt auch noch. Begibt sich, ja klar. Es ist ja auch das rohe Fleisch. Ich auch jetzt chill. Mach jetzt den Ding kaputt. Mach jetzt erst das Eichhörnchen kaputt. Das gibt's doch nicht, das ist ein Eichhörnchen. Triff doch das jetzt mal. Oh, wenn ich da bis 20 Punkte krieg. Jetzt, endlich. Und hier ist auch Bären. Ja, schön. Schön, schön, schön. Wer kocht denn? Nur Schädel. Das kann er, kann irgendeiner auch noch kochen. Er kann auch noch kochen. Komm, er kocht auch noch. Sie? Kann sie kochen, die Chain? Ne, sie kann nicht kochen. Und was ist mit Waldo? Waldo kann auch nicht kochen. Kann nur forschen. Hat schon mal irgendjemand geforscht jetzt von denen? Selbstverständlich nicht. Stress, Hitschlag, Rückenschmerzen. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, ich mach mal weiter. Aufgabe beendet. Koche einfach eine Mahlzeit. Also ich glaube tatsächlich, ich muss... Ja, ich muss einen dauerhaft damit beschäftigen. Jemand, der wirklich permanent kocht, weil sonst bringt das einfach nichts. Es tut mir leid, es tut mir leid. Was ist los? Mit Schädel?
Schießt aus 500 Meter Entfernung einen Hasen und trifft ihn nicht. Mit einer Stufe 10. Fast. Na komm, triff ihn halt. Dann geh halt näher hin. Mann. Unfassbar, oder? Unfassbar. Ach, na also, gerade wo ich aufgehört habe. Meine Güte. Meine Güte, wie lange er halt braucht. Entschuldigung, wie lange sie halt einfach braucht. Nur noch Hitzewelle. Aber hier drin hat es 21 Grad, hier jetzt 23 Grad. Das ist doch cool. Das ist ja voll gute Idee gewesen mit diesem Ventilator. Oh, voll cool. Haben wir quasi schon so eine Art Lüftungssystem, oder? Ja, ist auch so eine Art Lüftungssystem. Tja. Da war wohl nichts anderes übrig, als mal den Strauß zu jagen. Scheiß Hitzewelle, ja. Scheiß Hitzewelle. Auch schon wieder voll am ausrasten. Tja, Rodion Brawler Gefängnis. Ich kann auch einfach weiter freundliche Gespräche mit ihm führen. Was soll's. Ja, zum Ernten. Und da bekomme ich tatsächlich Stoff. Ah, okay, schön. Schön. Hier 76% gewachsen. Maispflanzen. 14, 18 Maispflanzen. Ah. Ich weiß, wir haben den dritten im Sommer. Hier ist es auch halt 15 Tage. Das heißt, wir haben noch 12 Tage Zeit, uns Essen zu besorgen. Hitzewelle immer noch. Ist so krank. Hitzewelle ist so krass. Sind keine Tiere mehr da, oder? Nichts. Entschuldigt bitte. Außer hier dieser Strauß. Moment. Moment, du machst es zusammen mit ihr. Wenn überhaupt. Jetzt aber. Was machst du denn? Vielleicht sollten wir das Wildschwein lieber jagen, oder? Oder noch besser. Den Gubbel hier. Tritt Bären zur Lagerzone. Mann, das, wenn man denen dann sagt, was sie angreifen sollen, dann hauen sie wieder ab und machen was anderes. Ich hoffe, dass die Kartoffeln jetzt dann bald mal fertig sind. Oh, ist 39% gewachsen. Ich will dann nichts zum Essen. Mann! Forschung haben wir auch noch nicht betrieben. Wer kann hier nochmal forschen? Jane. Da Fleisch. Vielleicht sollte ich als nächstes die Hydrokulturen machen. Denn... Hydrokulturbecken. Denn dann könnte ich nämlich... Genau, dann könnte ich mir die Pflanzen innerhalb anpflanzen. Die Pflanzen innerhalb anpflanzen. Und das würde bedeuten... Ich müsste da jetzt ein Ding drüber bauen. Ein Gebäude. Und dann könnte ich auch im Winter das Zeug ernten. Mein Gott.